Aloha, meine Lieben, und willkommen zur Folge 16 von Yummy mit der lieben Daisy am Start. Andrew haben wir verloren. Ihr seht, ich habe große Probleme, darüber hinwegzukommen. Hinter mir, wir haben gerade ein Straßenfest. In einer Episode sind ja schon unter. Jetzt läuft Atemlos. Weiter weiß ich leider nicht. Auch nicht meine Musik. So, Taschenlampe aus. Was sollen wir tun? Ich weiß es wieder nicht. Ich habe gerade mal eineinhalb Stunden Pause gehabt. Und in eineinhalb Stunden wird manchmal mein Gehirn komplett ausgelöscht. Das komplette Wissen da drin. Muss ich nach eineinhalb Stunden wieder alles aneignen. Wo ist... Ja. Wir sind 24 Jahre jung. Fachlicher Leiter von was auch immer. Daisy Foster hatte mal eine Glatze. Getötete, infizierte 9. Motherfucker, ey. Das weiß ich jetzt natürlich nicht, wie es um Andrew stand. Benutze die CCTV-Monitore, um die Träger der Briefe zu finden. Nimm den ersten Brief von Dee. Dr. Knight hat eine Notiz im Studium Contagione von Dee an Francis Bacon gefunden. Dee erwähnte 7 dieser Briefe und einen Code, der zu Panacee führen soll. Ich muss zu den Rahmen, um diese Briefe zu finden und sie Dr. Knight im Palastbunker zu bringen. Okay, benutze CCTV? How the fuck? How the fudge? Okay, wir folgen mal. Hello. Irgendwann mache ich Mätzchen und dann macht's. Ist jetzt geladen? Ist geladen. Oh, shizzle. Okay, ich habe mal wieder überhaupt keine Ahnung, wo ich hin muss, aber das ist ja Standard, ne? Ah, okay. Wir gehen also erstmal in den Bunker. Zeigt mir diese Karte eigentlich an, wo ich hin muss, zeigt sie. Erstmal ins Safehouse. Okay. Ach ja, die CCTV-Monitore, die stehen ja auch im Safehouse. Duh. Alright. Überspringen. Sorry. Wir speichern mal eben. Nee, wir gehen erstmal hier an die Tonne und packen mal Zeug hier rein. Social man walk eternally in purgatory, and those who long for the bosom of God shall not find it, as death itself flees from them to smother the world in grey damnation. Wir tun den Cricketschläger da auch rein. Den können wir nicht wegtun. Jetzt habe ich also immer ein... Ich habe eine bessere Melee-Waffe und jetzt habe ich immer einen Platz mit dem Cricketschläger, den ich nicht will. Motherfucker. Ist ja wohl jetzt echt ein Scherz, oder? Es ist ja unglaublich, ist das... Ja, ich meine, ich will jetzt auch nicht... Das ist doch scheiße! Was soll der Kack? Moment mal, ich mache mal eben die Taschenlampe aus und ist die gleich wieder leer. Oh, Leute. Das ist ja einfach nur bescheuert, Mann. Okay, ja. Jetzt müssen wir die elendig immer mittragen. Ist das dumm. Tja, das Ding hat mir ja sehr viel Glück gebracht das letzte Mal. Wir tun das einfach mal hier in den Container. So, dann, ey, wie blöd finde ich denn das jetzt? Ziemlich blöd. So, ach ja, wir haben ja auch noch den Karabiner. Wir haben nur, ich nehme erstmal die Crossbow nicht mit, weil wir haben nur einen Schuss dafür. Und, es ist ja ein bisschen bekloppt, ne? So, wir verbessern mal eben. Wir möchten haben... Schrot. Können wir... Was ist das? Was ist das? Feuerkraft. Ja, nee, machen wir es mal nicht. Was ist das? Schussfrequenz? Nein. Das... Ach, Kapazität kann ich bei der Schrotflinte nicht. Ja, macht eigentlich Sinn, aber trotzdem ätzend.
Schissel. Okay. Dann machen wir hier mal. Das ist wichtig. Ich baller jetzt mal das hier überall rein. Streuung. Komm. Egal. Das ist eine... Solange wir noch keine Crossbow-Bolzen haben, ist das ein... wir brauchen ja ein Sneaky-Schissel. Was nicht sagt, hallo, hier bin ich. Boom, boom, boom. Und kommt mal alle angelaufen. So, wir benutzen jetzt mal eben die CCTV-Monitore. Ja, was soll mir das... Hä? There you are. What were you doing back in the palace? Look, never mind. I've had an idea. There are reports of a military camp at the palace. The guy in charge is Colonel Waverley, my old CO in Desert Storm. So tell him that Prepper sent you. He'll see you right. You could do with some better weapons and a bit of C4 wouldn't go amiss. Ja, wo soll ich das herkriegen? Sammle 7 Briefe von den von die für den Arzt. Hol dir dies Briefe in den Bricklane-Wohnungen. Ja, was denn jetzt? Jetzt ballert er mir hier alle rein. Alles klar. Okay. Spidal feels green. Haben wir das schon mal? Tower of London. Waren wir da schon mal? Man weiß es alles nicht. Bacon feels. Bacon. Bacon makes everything better. Ich will nur mal warten, ob da jetzt noch was Neues kommt. Hol dir die Missionsanweisung. Überfalle das Militärwaffenlager. Was denn jetzt zuerst bitte, meine Freunde? Bisschen viele Anweisungen auf einmal, oder? Okay, wir speichern und hol die Missionsanweisung. Ach so, jetzt muss ich mir schon wieder welche holen. Ja, aktivier. Hä? Erreiche den Green Park. Okay. Okay, dann erreichen wir den Green Park. Es wird uns ja ein neues Ding an... Ich guck mal, ob das hier richtig ist. Ja, ist es. Alles klar. Möchtest... Nein, aber wir gehen mal. Okay. Überfalle das Militärwaffenlager. Erreiche den. Das hört sich super an. Das geht bestimmt ohne Probleme. Militärwaffenlager überfallen. Also ich meine, entweder wenn das Militär noch... Jetzt kriege ich hier die ganze Zeit diese Aktualisierung. Ich meine, wenn die vom Militär noch leben, werden die mir das nicht alles freiwillig aushändigen. Und wenn die alle nicht mehr leben, dann werden da relativ viele Zombies am Start sein. This is the Ravens of Dee calling all survivors. Evacuation will commence when the tower bells ring. I repeat, green light for Tower of London evac. Sandra Bloody Kelly. Thought she was dead. But pay her no mind. The Ravens couldn't plan an orgy in a brothel. Evac my ass. More likely they'll shoot you and rip your bob from your dead hands. Ich möchte nicht nochmal sterben. Bitte. Ja. Hier ist, glaube ich, die Treppe, wo die immer hochgelaufen sind. Alles klar. Da muss ich jetzt rein, oder was? Hier raus? Also raus, meine ich. Wo? Oh, draußen. Naja, das könnten jetzt wieder Tiere sein, ne? Oh, hier ist jetzt offen. Oh, hat mich schon einer gesehen? Jo. Komm her. Der ist gut. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Glück habe, aber... I like it. I like it. Wo sind die nächsten? Oh, das sind drei da oben. Keep an eye out for the colonel. He'll have a
keycard for the mobile armory. Ich geh mal eben. Kann ich hier rein? Oh Gott. Oh Gott, was für Geräusche. Hä? Was bringt mir das denn hier? Ich scanne mal eben. Ah! Yes! Oh yes! Come to Mama. Jawohl. Kann ich da noch weiter? Nee. Ah, okay, das war also nur Aufwertung. Also, das heißt nur. Okay, wir machen mal wieder aus. Oh, ist das hier eklig mit diesen Froschgeräuschen. Da oben muss ich hin. Da oben sind drei. Sind es jetzt Raben? Oh, da ist da einer. Dann locke ich den mal. Komm mal her. Hast du mich gesehen? Oh, fuck. Wieso kann ich ihn hier nicht hoch? Kommt der zu mir? Ja. Aus dem Wasser raus. Wie gesagt, ihr wisst ja mittlerweile, Wasser stehe ich gar nicht drauf. Also in Computerspielen. Geil, das Ding. Also, das hört sich jetzt sehr falsch an, wenn ich sage, oh, ist das geil, das Ding. Aber das ist schon gut, dass ich da mit einem... Es klappt nicht jedes Mal, okay. Aber... Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ist das hier ein Schmuh, ey? These days is a bloody holiday camp compared to my day. You're in there now, might as well grab some guns. Ich scan mal eben hier. Infizierter leer. Infizierter Keycard, Leuchtrakete. One of the good ones, you know. He had my back all the way through Kuwait and beyond. An honorable man. Okay. Der hat also die Keycard. Sehr gut. Schließen. Nee. Nee. Bevor wir dann noch krank werden. Ich weiß nicht, ob wir dann auch sterben können. Das war ja ein bisschen dämlich, ne? So, wir haben jetzt... Haben wir jetzt diese Keycard für das Ding, was gerade zu war? Ja, ne? Ich möchte mich hier draußen ein bisschen umschauen. Hahaha, der lebt. Ja, er lebt noch. Ich bin hier inspiriert. Was macht er da? Oh Gott. Nicht mehr. Oh Gottes Willen. Was? Hier ist doch noch einer. Ich höre dich. Oh, da sind noch zwei. Er kommt zu mir. Oh, sie kommen beide. Das ist schlecht. Oh, drei Schläge brauchst du? Vier. Okay, dieses Gepiepe macht mich hier wahnsinnig. Weil hier auch noch Raben am Start sind. Kommst du auch zu mir? Bitte. Komm her, mein Freund. Okay. Ja. Komm. Komm her, komm her. Ich tu dir nichts. Das war gelogen. So. Ich scanne hier nochmal. Ja, Tier, 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 Tier. Alles Tiere. Infizierter leer. Infizierter leer. Objekt Saft. Ja, ich meine, diese Infizierten, die stehen auf. Ah, hier sind wir auch. Wisst ihr noch, wo ich da drin... Wisst ihr noch, wo ich da drin war? Und wir sind, glaube ich, hier dann rausgekommen. Da vorne, da hinten, wo jetzt dieser Punkt hin zeigt. Da waren wir, glaube ich. Ich muss sagen, ich muss hier eigentlich... Der steht auf, ne?
Boah, der, das sah so aus, als würde der unterirdisch zu mir schwimmen. Unterirdisch oder auch unterwasserisch. Leer. Achso, das hatten wir ja schon gescannt. Ich weiß nicht, ob wir schon weitergehen sollen. Ich guck mal eben. Ich habe so eine Panik, dass hier noch was ist. Hier war noch was Rotes. Ach, das ist der Rabe, der nicht weggeflogen ist. Oh, ich scanne mal hier. Oh, da ist CCTV. Infizierter leer. Die kommen doch, oder? Kommt ihr? Beide. Wundervoll. Okay, dann komm du zuerst. Alles klar. Ja, so gefällt mir das. Okay. Hier war sonst nichts, ne? Bis auf CCTV, okay. Och, ja, wir müssen zu der einen Tür. Oh, ich hab irgendwie. Egal. So. Oh nein, dieses sind knietief im Wasser, ey. Das finde ich so scheiße. Hier ist auch. Moment, ich scanne hier mal eben, damit wir wissen, dass hier C4 hin muss. Ambusbolzen, geil. Kriegen wir jetzt endlich mal eine gescheite Amount of Ambusbolzen. Wie viele waren das? Oh, ich bin schon fast wieder voll. Das ist ja unglaublich. Wie viele waren das? Einer. Hm. Okay. War hier nicht noch was? Oh Gott. Nee, ich glaube, wir sollen hier noch nicht hin. Wir machen es dann auch mal nicht. Oder, warte mal, ich gehe doch mal ein bisschen rein. Nee, runter. Ich will nur gucken, vielleicht ist hier auch was Cooles. Hä? Scan. Ich scan mal eben. Tierfleisch, Tierfleisch, Schokolade. Tierfleisch. Ja, ich meine, wenn ich die Schokolade jetzt aufhebe, dann kann ich die eh nicht nehmen. Ich muss nochmal scannen. Was ist das hier? Was ist hier in der Ecke? Ah, alles klar. Ah, okay. Okay. Ah, oh, du stehst doch auf. Du stehst doch auf. Ja. Bitte sei nicht schneller als ich, sonst krieg ich die Krise. Wieso steht ihr eigentlich alle auf? Oh. Das war jetzt aber. Puh, fast vorbeigeschlagen. Ja, habe ich hier viel durcheinander gebracht? Ich höre hier doch noch was. I, was machst du da? Okay. Ein Ball. Das ist die Hoffnung hier draußen in dem ganzen Schmuh. Guckt euch das mal an. Und ich finde diese Geräusche auch wirklich nicht beruhigend, muss ich sagen. So, jetzt gehen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt gehen wir in das Waffenlager. Jetzt haben wir natürlich nur. Oh, da steht einer. Jetzt haben wir natürlich nur noch zwei Plätze frei im Rucksack, was ja wieder fantastisch ist. Wo ist denn hier? Ah, da hinten. Was ist das denn für einer? Was ist das für einer? Wieso hat der so gebrannt? Oh Gott, wollen wir das wissen? Nein, oder? Okay, liebe Leute. Uhuhuhu. Ping, ping, ping. Fröhliches Pingen. Ja, da muss ich rein. Ich gucke noch. Ich scanne mal ganz kurz hier. Hier war nichts mehr, ne? Nee. Okay, da. Passiert jetzt hier was, wenn ich das jetzt hier aufmache? Ne. You're in. Nice. Now grab whatever you can carry and stash it back in the safe house. Sorry for having your comms like this. But the Ravens of D are planning an evacuation from the Tower of London, and we need all the fighters we can get. Help us.
and we'll get you out. Ja, was mache ich denn jetzt, Leute? Schuss sind wichtig. Ich kann ja hier nochmal hin. Gehe ich mal von aus. Ich mache mal T-Rucksack. Jetzt haben wir 6 Crossbow-Bolts. Das war ein bisschen dumm, dass ich das, Ding da nicht wegschmeißen kann, ey. Schissel. Ah, Karabiner-Muni auch nicht so schlecht, ne? Okay, da müssen wir nochmal zurück. Das müssen wir uns merken. Scan. Oh, C4. Alles klar. Good old C4. Useless in combat, but there's nothing better for blasting your way out. Okay. Huh, coole Sache, coole Sache, coole Sache. Okay, wir gehen jetzt nochmal speichern. Und ich glaube, das war's dann auch mit der Aufnahmesession. Ich müsste jetzt eigentlich genug Folgen für die nächste Woche haben. Wo? Da? Ja, soll mir erstmal egal sein, ne? Ich gehe mal speichern. Puh, weg hier. Zumachen. Ich hoffe, die Folge ist lang genug. Ich habe mir da natürlich nicht so richtig aufgepasst, wie lange sie schon ist. Aber das kennt ihr ja mittlerweile. Ihr hattet aber ja vor kurzem eine 26-Minuten-Folge. Ich hoffe, das war euch nicht zu lang. Es tut mir sehr leid, dass ich euch da so gequält habe. So, wir gehen mal zurück ins Safe House. Ich meine, die Zombies können doch theoretisch diese Abkürzung auch benutzen, oder nicht? Ich habe übrigens immer diese Idiotenbecher hier, weil jedes Mal, wenn ich es sonst aufnehmen würde und ich habe ein Glas hier stehen, dann müsste ich jedes Mal wieder aufwischen. Und das will ich nicht. Okay. Sehr gut. Aufruf zur Flucht. C4... Okay, die kommt auf jeden Fall schon mal in den Container. Hier kommen 2 von in den Container. Ich glaube, ich nehme gleich nicht alles mit. Ich muss mal gucken in der nächsten Episode, was ich hier lasse, was nicht. Was haben wir jetzt zurückgelassen? Ein Medipack, ne? Und was war das noch? Ich glaube, noch Schrotmuni haben wir da gelassen. Alles klar. So, wir speichern jetzt und dann machen wir in der nächsten Episode weiter. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann. Aloha.